Was war das jetzt? Ich muss ja nicht alles sehen. Dann fahren die runter. Ja. Der Beißschutz. Ich geh in den Boxring. Box bis Meter. Ich sehe aus wie Quagmire. Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir noch eine Aufnahme von dir. Zeig, lächel mal. So weiße Szene hatte ich schon lange nicht mehr. Wunderbar. Weiß nicht, so ist ich nicht, das Grau. Grau? Enttäuschend grau, ja. Meine Neurologin kam aus dem Urlaub, meine Herrin und Meisterin, wie ich sie nannte, und fragte mich ernsthaft, warum ich Immunglobuline bekommen hätte und kein Cortison. Ich habe keine Ahnung, wie viel Angst ich dem diensthabenden Neurologen gemacht habe, als ich erläuterte, was mit mir unter Cortison passiert. Von wegen Suizidalität, ich werde zum echten Borderliner, hoch und runter, hoch und runter. Und so weiter und so fort. Ich bin 2 Wochen lang unleidlich. Dienstags beim Katheterwechsel stellte der Urologe fest, dass das, was aus der Eintrittspforte hervorgequollen sei und dementsprechend zwickt und zwirbelt und wehtut, wildes Fleisch sei. Man kann sich durchaus vorstellen, was für ein Kopfkino in meinem Schädel angesprungen ist. Mal sehen, wie viel ich davon umsetzen kann. Der Situation wieder einmal etwas komischer zu werden. So, Fanglernen, Kaffee. Jetzt musste ich einen Schnelltest machen, einen Lollipop-Test, der tatsächlich so hieß. Da lutschst du eigentlich mit 2 Minuten dran rum. Und als ich dann meinte, ich sei geimpft, hat er gesagt, das hätte nur ein Schwan können. Da gibt es doch Vorteile für Geimpfte. Für modernisiert. So, mein Schraubenstabkombinat. Yeah. Den Arm mit grünem Licht, wahrscheinlich ist es Laser, und zeigt tatsächlich die Blutgefäße an. Bei allem hat es sie angezeigt. Nur bei mir nicht. Ich sage, ich bin offiziell tot. Wieso? Du machst meine Aufnahme kaputt. Und meine Sicht ist... Ich fand es immer ganz lustig und die Leute meinten, ach, du hast so einen tollen Humor, wie du damit umgehst. Wenn die wüssten, meinte ich mal, oh, wenn ich die Brille aufsetze, kann ich wenigstens scharf sehen, dass ich nichts sehe. Es ist immer noch alles verschwommen. Zwar keine Doppelbilder mehr, aber wenn ich lese, fehlen Buchstaben.
Ich kann Gesichter nicht erkennen, teilweise verschwindet der Mund, verschwinden die Augen im Gesicht. Eigentlich sollte der Portercut ganz raus. Ich habe noch nicht ganz kapiert, warum da nicht rechts noch eine Angio gemacht wird, um zu schauen, wie es meiner rechten Subklavia geht oder der Brachiocephalica Cara Superior, wie die aussehen. Auf jeden Fall links ist dicht, Axillaris ist auch dicht und es wird wohl eine etwas schwierige Operation. Ich werde dieses Mal sogar unter Narkose gesetzt, das ist auch mal ein ganz großes Highlight. Ich habe so viele Ideen für Comics. Der neueste Scheiß wäre die Anatomie der Bianca S. Ich habe in der Praxis bei der Ärztin gerade meiner Blase einen Namen verpasst, weil jeder Körperteil in meinem scheiß Dreckskörper einen Namen haben muss, damit ich ihn auch namentlich, persönlich mit du bist und du hast beschimpfen kann. Und meine Blase heißt jetzt der heilige Blasius. Und meinte dazu, wow, der Name ist geil, es ist fast RTL-Niveau. Und die Überweisung für die Schönheits-OP meiner Blase, insofern fand ich den Urologen gestern lustig, als ich das meinte und er sagte, ah, Sie möchten eine faltenfreie Blase. Ja, genau. Das ist jetzt geschrieben, ich muss jetzt nur noch in der Urologie anrufen und dann Termin abchecken und klar machen. Und ja, da wird eine Urodynamikmessung gemacht. Aber dann eine wunderschöne, ästhetisch generalisierte Blase, faltenfrei, verjüngt mit Botox. Und hoffentlich dann schmerzfrei. Weil ich finde es da schon ziemlich befremdlich, wenn dann in all diesen Videos immer wieder steht, so, das ist jetzt die Elfriede und das ist jetzt der Siegfried und das ist der kleine Pauli und das ist jetzt der große Kevin, der gerade mit euch spricht. Sorry, ich kann damit nichts anfangen. Ja, weil du eine Soziophobie hast und deswegen hast du nur eine Innenperson. Der war gut, oder? Der war doch gut, komm. Da müssen wir noch einmal Schenkel klopfen. Und den letzten Tageseintrag, den ich jetzt gerade bearbeite und schneide.